Hallo, hier mal wieder euer Sergei. Und ich sag euch, manchmal ist schwierig im Leben, wie alles. Zum Beispiel suchst du Wohnung, findest du nix. Du guckst im Internet, manchmal du hast Glück. Dann ist zu groß, dann ist zu teuer, dann ist zu klein. Dann kommt Holger. Letzteres ist wohl eher wenig in diesem Fall Problem. Außer wenn vierter Stock ist oder mehr oder weniger, ohne Aufzug. Für Lasten oder Menschen? Normaler Aufzug geht ja bis ungefähr 300 Kilo. Gut, Holger fast auch, aber das andere Problem. Nein, aber wirklich, du suchst hier, du suchst da, du musst haben Schein für dies, Schein für das. Dann geht nichts ohne Schein A für B über C über D. Das ist verwirrend. Und dann, du musst gucken, ist zu klein, ist zu groß, ist zu teuer, ist zu gut oder zu schlecht. Ist viel Stress. Ich habe mitbekommen, als ich mal gesucht habe, selber Wohnung. Das ist wie in den Film, ist Kulturfilm. Ihr kennt doch bestimmt, denn Gérard Depardieu ist nun auch Russe, ja ja. Und der Figur von ihm, die er spielt, ist doch von diesem Kult, Comic, Buch, Geschichte aus Gallien, Obelix oder so. Da war in Zeichentrickverfilmung auch, oder war Vorlage von Buch. Irgendein Schein, den sie brauchten, für eine Prüfung zu bestehen. Das war, glaube ich, Passierschein A38 oder so in Art, ich weiß nicht genau. Aber ich mir geguckt habe an dieses Dokument von Zeitgeschichte und ja, ja, Zeichner hatte nicht Unrecht über Bürokratie. Ist viel, viel, viel Arbeit in Sinn. Nun, ich sage immer, auch die müssen haben Arbeit. Letztens, ich habe auch Arbeit gehabt. Ja, ja. Ich musste bauen neuen Gartenanschluss, weil irgendwie ist alter kaputt gewesen. Für Leute, die nicht verstehen, Gartenanschluss ist Strom. Nun, ich habe genommen Leitung, bohrte mal kurz durch Kellerwand, sofort ganzer Haus kein Strom mehr, ich weiß nicht warum, bis ich gemerkt habe, ah, Hausanschluss von Strom geht doch noch nach draußen, neben anderen Anschluss, und hätte nur Knopf machen müssen, aber ich nicht faul, ich gemacht anders, ich einfach neue Kabel verlegt und dafür doppelt gut, ja, ja. Gut, hinterher war auch halbe Garten weg, weil ich habe geleckt quer durch Garten zu Nachbargarten, hab da auch freiwillig Anschluss gemacht, brauche ich ja nicht nachfragen, Nachbarn freuen sich immer über Hilfe. Bloß als auf einmal Radlader und Minibagger davor im Garten steht und vor Fenster und Balkon. Naja, dachten auch, was machen, aber ich doch nicht dumm. Ich doch nicht in gefrorenen Boden mit Schubkarre, Spitzhacke und sonst was. Nein, nein. Nun, jetzt können im Sommer sich hoffentlich mal freuen, Nachbarn, über neue Garten. Über komplett umgestaltet. Na gut, sieht bisschen komisch aus, das gebe ich zu. Aber nun, das bin ich gespannt, was Nachbarn sagen. Haben ja neue Adresse von mir. Nun, ihr wisst auch Grund für Umzug. Tschüss, euer Sergei Popoloch.